Es gibt Interviews, die gehen an meine psychische Leistungsgrenze. Vor allem dann, wenn es ein Thema betrifft, was mich selbst betrifft und welches in unserer Gesellschaft am liebsten totgeschwiegen wird. Es geht darum, wenn Eltern ihre Kinder oder ihre ungeborenen Kinder verlieren. Am Telefon habe ich nun Doris Dogan, die ich vorab erst einmal darum bitte, sich kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Doris Dorn. Ich bin 43 Jahre alt und lebe in München. Ich habe viele Sprachen studiert. Ich war früher mal Übersetzerin und Dolmetscherin, habe aber mittlerweile andere Ausbildungen noch drangehängt. Ich arbeite heute selbstständig als Unternehmensberaterin und habe mich dort spezialisiert auf das Thema Konfliktmanagement. Ich bin auch ausgebildete Mediatorin. Das heißt, ich beginne als Unternehmensberaterin meist dort meine Aufgabe, wo andere aufhören, wo es zu heiß wird, wo es zu sehr menschelt, wo viele Konflikte da sind. Und ja, das ist so meine berufliche Seite. Da arbeite ich schon seit vielen Jahren und ich unterstütze auch Frauen, die Kinder verloren haben, Familien, die Kinder verloren haben. Wir haben heute die Buchautorin Doris Dogan am Telefon, die mit ihrem Buch Heaven's Face das Thema Tod von Kindern angegangen ist. Liebe Doris, mich würde es sehr interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, ein solches Buch zu schreiben und wie die Verlage auf diese Idee reagiert haben. Ganz ehrlich gesagt, an ein Buch habe ich nie gedacht. Ich habe persönlich selber 4 Kinder verloren. Ich habe eine Tochter heute, die 9 Jahre alt wird dieses Jahr und die Gott sei Dank gesund und munter ist. Aber um dahin zu kommen, habe ich einen sehr steinigen Weg hinter mich bringen müssen. Ich habe 4 Kinder verloren und 2 davon waren Zwillinge, die bei der Geburt gestorben sind. Leider aufgrund eines Arztfehlers, der ein bestimmtes Phänomen in der Schwangerschaft zu spät entdeckt hat. Also man hätte die Kinder durchaus gesund auf die Welt bringen können. Und ja, als meine Kinder damals gestorben sind, habe ich noch lange an kein Buch gedacht. Ich habe nur einige Jahre später festgestellt, dass meine Tochter immer wieder Fragen stellt. Die wollte es genauer wissen, die wollte Details wissen. Und ich habe festgestellt, dass ich einen Großteil meiner Erinnerung beginne zu vergessen und habe mir vorgestellt, dass sie vielleicht, wenn sie selber mal eine erwachsene Frau ist, noch detaillierter wissen möchte, was damals passiert ist. Schließlich ist sie meine Tochter. Sie ist also genetisch eventuell auch so prädisponiert, dass diese Umstände, die in meinen Schwangerschaften geherrscht haben, durchaus für sie auch gesundheitlich oder wenn sie selber mal schwanger wird, relevant sein können. Und ich hatte die Befürchtung, bis dahin, wenn sie da mal so alt ist, habe ich schon zu viel vergessen. Ich habe mich also hingesetzt und habe für sie aufgeschrieben, die ganze Geschichte, woran ich mich erinnere, eigentlich nur, um es für sie zu konservieren. Und auch für mich selber. Und der Gedanke, daraus ein Buch zu machen, hat überhaupt nicht existiert, weil die Geschichte dafür für mich viel zu persönlich war. Ich habe dann einen Freund, der in Kanada lebt, davon erzählt, weil er hat mich angerufen und hat gesagt, was machst du gerade? Und ich habe gesagt, ich schreibe. Ah, woran schreibst du denn? Dann habe ich ihm das so grob erzählt und er war damals nicht in Deutschland, als das passiert ist. Er hat es quasi so aus der Ferne mitbekommen und hat mich gebeten, ob er meine Notizen lesen darf. Und ich habe ihm das erstmal nicht geben wollen. Dann hat er aber doch so drum gebeten, dass ich ihm dieses Manuskript geschickt habe. Und er hat frecherweise ohne mein Wissen das 4, 5 Verlage geschickt per E-Mail. Und dann sind ganz interessante Dinge passiert. Das eine war, dass ein sehr renommierter deutscher Verlag sich erstmal brennend dafür interessiert hat und mir dann in einem sehr langen und ausführlichen Feedback erklärt hat, dass ihnen das Thema zu heiß ist. Und ich fand, das war eine Absage aus einem Grund, der mich eher so ein bisschen neugierig gemacht hat. Danach hatte ich 2 Angebote von anderen Verlagen im Briefkasten. Die kamen witzigerweise genau am gleichen Tag an. Ich hatte also auf dem Tisch 2 Angebote liegen, die sofort dieses Manuskript veröffentlichen wollten. Und da bin ich dann erstmal ganz hellhörig geworden, weil für mich war das bis dato einfach nur eine Geschichte, die ich für meine Tochter aufgeschrieben habe. Und habe mich dann entschlossen, mir diese Angebote genauer anzuschauen und habe mich dann gegen all diese Verlage entschieden.
und habe das Ganze im Selbstverlag produziert, weil mir die Zusammenarbeit mit den Verlagen nicht sehr attraktiv erschien. Ich musste alles aus der Hand geben. Ich hatte quasi keine Rechte mehr, hatte nur noch Pflichten und hatte auch keine Kontrolle mehr über den ganzen Prozess und die Entstehung. Habe das einfach mal so in der Schublade liegen lassen und nach ein paar Monaten hat der Freund dann nachgefragt, was denn daraus geworden ist. Ja, und dann habe ich mich immer wieder mit dem Gedanken beschäftigt, habe auch mit anderen Leuten Gespräche geführt, habe das Manuskript von noch 2, 3 mir vertrauten Personen lesen lassen, mir ein ehrliches Feedback geben lassen und die meinten dann, das wäre eine Geschichte, die man veröffentlichen sollte, weil dieses Thema eben ein sehr tabuisiertes Thema ist. Wir haben heute die Buchautorin Doris Dogan am Telefon, die mit ihrem Buch Heaven's Face das Thema Tod von Kindern angegangen ist. Liebe Doris, wenn ich das Buch Heaven's Face aufschlage, was erwartet den Leser in deinem Buch? Wenn der Leser das Buch aufschlägt, erwartet ihn zunächst mal ein Thema, über das Menschen in der Regel nicht gerne sprechen. Es erwartet ihn ein Thema, das totgeschwiegen wird, das tabuisiert wird. Der Tod an sich ist ein Thema, mit dem wir in unserer Kultur nur sehr schwer umgehen können. Und wenn Kinder sterben, ist das ja noch viel, viel schlimmer. Und die Menschen kommen mit ihren eigenen Befindlichkeiten in der Regel nicht zurecht. Ich persönlich habe festgestellt in meinem Umfeld, dass die Kinder gestorben sind, war schlimm. Aber das, was danach passiert ist, dass das totgeschwiegen wurde, dass man den Kontakt zu mir abgebrochen hat, mein Telefon hat monatelang nicht mehr geklingelt. Sogar meine naheste Verwandtschaft, Familie, Freunde haben den Kontakt vermieden. Mir erschien es so, als ob jeder Angst hatte, diese Frage zu stellen, wie geht es? Die hatten Angst vor der Antwort und die hatten auch Angst vor ihren eigenen Emotionen, mit so einem Thema nicht umgehen zu können. Dazu muss man wissen, das Buch, so wie ich es geschrieben habe, ich habe es natürlich, bevor ich es dann veröffentlicht habe, mehrfach auch selber kritisch Korrektur gelesen, um bestimmte Härten einfach rauszunehmen. Das ist kein geschmeidiges Thema, das ist kein kommerzielles Thema. Und wer sich damit beschäftigt, muss auch sich darauf einstellen, dass er vielleicht mit sich selber konfrontiert wird, mit Befindlichkeiten, mit Ängsten, mit Widerständen, die er so vielleicht noch nicht erlebt hat. Was mir wichtig war in dem Buch, war, dass es nicht mitleidheischend ist, dass es nicht exhibitionistisch ist und dass es auch nicht schockierend ist. Diese 3 Punkte waren mir sehr wichtig. Es sollte diesem Thema, diesen Menschen, denen das passiert, eine Stimme verleihen, denn es verstummen die Stimmen um einen herum, wenn einem so etwas passiert. Und interessanterweise sind sich die Menschen nicht dessen bewusst, dass das täglich 1000-fach passiert. 20% aller ersten Schwangerschaften sind nicht erfolgreich und darüber wird immer geschwiegen, denn die Gesellschaft erwartet immer frohe Botschaften. Das heißt, vom Schwangerschaftstest bis zur Entbindung soll möglichst alles glatt gehen. Die Frau soll mit hochschwangerem Bauch am besten immer noch sexy aussehen, Radl fahren können und alles wuppen können. Und wenn das mal nicht so läuft, dann ist das relativ schwierig für viele Menschen. Also meine Schwangerschaft war extrem schwierig. Und in dem Buch geht es eigentlich um 2 Ereignisse. Der Beginn des Buches ist quasi der Verlust meiner Zwillinge, wie ich das erlebt habe, der Tod. Die Beerdigung und das, was danach passiert ist, nämlich dieses Trauerjahr, in der man das verarbeiten muss, in der Zeit, in der man mit unglaublich absurden Reaktionen aus der Umwelt konfrontiert wird und letztendlich dann die Schwangerschaft mit meiner Tochter, die heute lebt und gesund ist. Und für diese Schwangerschaft musste ich 6 Monate stationär im Krankenhaus liegen. Dann ist sie immer noch eine Frühgeburt gewesen. Also ich habe diese ganze Schwangerschaft nur im Krankenbett erlebt. Ich durfte weder auf die Toilette noch Haare waschen. Ich habe also wirklich 6 Monate regungslos in einer Position auf dem Rücken gelegen und habe gewartet, bis der Tag der Entbindung kommt. Und das waren 2 Erfahrungen in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben, die mich sehr verändert haben. Und ich habe mir immer gedacht,
wie viele Menschen es wohl gibt, denen das auch passiert und keiner spricht darüber. Wir haben heute die Buchautorin Doris Dogan am Telefon, die mit ihrem Buch Heaven's Face das Thema Tod von Kindern angegangen ist. Auf den Tod eines Kindes reagieren nicht nur die Eltern, sondern meist das komplette Umfeld. Hast du unseren Hörern einen Ratschlag oder Tipp, wie man sich in solchen Situationen verhalten soll? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Mir ist völlig bewusst, dass die Situation eine ganz schwierige ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keinen Menschen, der so sich verhalten hat, also sich zurückgezogen hat, den Kontakt abgebrochen hat. Ich habe die Menschen deswegen nicht verurteilt. Ich habe das in gewisser Weise verstanden. Es hat mich aber überrascht. Es hat mich deshalb überrascht, weil es nicht meine persönliche Reaktion wäre, wenn ich weiß, dass ein mir naher Verwandter oder sehr guter Freund in so einer Situation ist, wäre für mich nicht die Lösung, dann ungefähr ein Dreivierteljahr nicht mehr anzurufen oder den Kontakt einzustellen. Also das hat mich einfach überrascht. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer Kultur, denn die westliche Kultur geht weg vom Menschen. Wir beobachten ja relativ häufig, dass bei Unfällen oder bei Menschen, die sich verletzen oder die auf der Straße umfallen, die Menschen nicht hingehen. Also sie haben selber Angst, was falsch zu machen oder wer weiß, warum der umgefallen ist. Also dieser Impuls, zum Menschen hinzugehen, der liegt in unserer Kultur nicht sehr verankert. Ich vergleiche das mit anderen Kulturen, wo das nicht so ist, wo ich das auch so nicht erlebt habe. Da ist die Tendenz eher hin zum Menschen, was ich sehr häufig selber erleben durfte, wenn Unfälle sind, wenn Menschen sich verletzen, wenn es ihnen schlecht geht. Da sind sofort 4, 5, 10 Leute da, die sich bemühen. Und das hat mich immer wieder schockiert, wie das bei uns, speziell auch in Deutschland ist, dass der Mensch dann eher sich abwendet und weggeht. Das ist mal so grob der Rahmen, in den ich das für mich auch ein bisschen eingeordnet habe, beruht natürlich auf meinen ganz subjektiven Erfahrungen. Ratschläge gebe ich nicht gerne, weil da steckt das Wort Schlag drinnen und ich schlage niemanden gerne mit meinem Rat, aber ich habe eine Idee davon oder ich kann sagen, wie ich es mir damals gewünscht hätte, wie ich mir vorstellen könnte, dass es besser gewesen wäre, zumal ich ja auch, wie gesagt, ehrenamtlich betroffene Familien begleite. Und in dem Zusammenhang kann ich sagen, das ist eine ganz andere Vorgehensweise, die da gut wirken könnte. Was würde ich mir wünschen? Also zunächst ist es mal so, dass derjenige für sich selbst natürlich sehr gefestigt sein müsste. Also er muss den Mut aufbringen, über seine eigene Angst hinwegzugehen und diesen Menschen zu kontaktieren und diese Frage zu stellen, wie geht es dir? Möchtest du darüber sprechen? Kann ich etwas tun? Manchmal muss man gar nicht so viel tun. Manchmal genügt es schon, wenn man nur da ist, wenn man zuhört. Sich selber zurücknehmen ist schwierig. Viele Menschen geben dann eben Ratschläge und die schlagen einen regelrecht mit ihrem Rat. Du musst das so machen und du musst das so machen und du musst jetzt daran denken und du musst jetzt dieses machen. Und es geht nicht darum, dem anderen viele Ratschläge zu geben. Es geht darum, dem anderen Menschen zuzuhören, wie es ihm geht, zu fragen, was man für ihn tun kann, ob man etwas für ihn tun kann. Und egal wie die Antwort ist, das einfach so stehen zu lassen. Auch ein Nein stehen zu lassen oder vielleicht auch eine Reaktion stehen zu lassen, mit der man selber nicht gut umgehen kann. Das ist hochemotional und da muss jeder so ein bisschen auf seinen Instinkt hören, was ihm so ja das Gefühl sagt. Noch immer haben wir die Buchautorin Doris Dogan am Telefon, die mit ihrem Buch Heaven's Face das Thema Tod von Kindern angegangen ist. Liebe Doris, ich danke dir herzlichst für die vielen Informationen und den Einblick in dein Leben. Wo kann sich der interessierte Leser weitere Informationen über dich und dein Buch holen und gegebenenfalls mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, für mich war es auch klar, dass ich natürlich, nachdem das Buch produziert ist, irgendwo den Betroffenen oder den Menschen, die das Bedürfnis haben, über so ein Thema zu sprechen, zur Verfügung stehe. Und deshalb gibt es natürlich eine Webpage und auch eine E-Mail-Adresse, über die man sich immer an mich direkt wenden kann. Das wäre die Webpage www.heavens-face.com und die E-Mail-Adresse ist heavens-face@web.com.
www.ich-bin-ich.de. Ich fand das nur recht und billig, dass ich so ein Thema nicht nur anreiße, sondern eben auch dazu stehe und mit den Leuten in Dialog gehe. Denn das ist eben genau der Punkt, dass Menschen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, vielleicht eine Anlaufstelle haben und sagen können, ich schreibe da mal hin, da kriege ich vielleicht eine Antwort, wie kann ich damit umgehen.